Und herzlich willkommen zu einem kleinen Zwischenprojekt. Und zwar spielen wir Skyblock. Das ist ja schon im Titel und im Intro erwähnt worden. Ich habe mir hier ein Bett hingestellt, habe eben drin geschlafen, weil auf der Website stand, dass man seit der 1.3 nicht mehr auf der Insel spawnt, sondern oft daneben fällt. Das habe ich selbst auch schon mal erlebt, weil ich schon mal Skyblock selbst privat gespielt habe. Und deswegen stand also, wir sollten uns ein Bett bauen. Das habe ich da drüben gemacht. Ich werde natürlich selbstverständlich damit nicht die Nacht überspringen, sondern ich werde habe jetzt nur drin geschlafen, damit ich da wieder respawne. Also wie gesagt, das wurde auch so geschrieben, dass man das machen soll. Dann, ich weiß nicht, ob ich gleich die Erde dafür verschwenden soll. Ich glaube, ich mache was anderes. Und zwar, erstmal ein Stück Holz. Das natürlich direkt daneben fliegt. Scheiße. Ja, komm. Ja. Und zwar mache ich mir erstmal mit Holzplanken hier ein Geländer. Weil wir brauchen ja dringend die Setzlinge, die aus diesem Baum rausfallen, weil wir sonst nicht weiterkommen. Ich hoffe, ich mache gerade keinen Fehler, dass ich das Holz verbrate, aber ich würde mal behaupten, die Erde ist wichtiger als das Holz, weil da man ja nur begrenzt Erde zur Verfügung hat. Wie viele Holzstücke sind da noch? Eins ist da noch. Ist da noch? Ne, da drüber ist keins mehr, ne? Ich brauche zwei. Ah doch, da drüber ist noch eins. Kann ich noch eins? Kann ich da noch für Baumsicherung verschwenden? Gut, weil ich brauche hier zwei Stücke Holz für eine Holzspitzhacke und ein Crafting Table. Jetzt hoffen wir mal, dass das alles auf die Plattform fällt. Erstmal ein Crafting Table setzen wir hier hin. Holzspitzhacke bauen. Ich werde versuchen. Was habe ich? Scheiße. Nein, ich brauchte drei Stücke Holz. Komm, kommt. Setzling. Ich weiß nicht, ob es in Ordnung ist, aber wenn jetzt keiner rausfällt, fällt, dann. Gut, wir haben einen. Ist alles in Ordnung. So. Nix. Sonst hätte ich mir einen gecheatet, weil ich habe keinen Bock, alles nochmal zu machen, obwohl wir haben zwar bisher nicht viel gemacht, aber trotzdem. Gut, jetzt müssen wir warten, bis der Baum. Ja, noch einer. Baum wächst. Was kann ich bis dahin mal machen? Ich glaube, ich brauche noch ein Stück Holz. Ne? Komm, ich grab mir jetzt die eine Wundenplanke hier weg. So, darf ich nicht runterfallen. So, dann kann ich nämlich schon mal eine Spitzhacke machen. Ah, Spitzhacke, so. Und dann baue ich jetzt erstmal einen Kobbelgenerator. Der, wie ging der denn? Am besten nicht in der Nähe vom Baum. Müssten wir hier? Ja, darunter ist noch Dingens. Dann müsste ich. Sind wir. Ich glaube, wir sind hier in einem Schneebiom. Das heißt, das Wasser gefriert immer. Gucken wir mal gleich. So. Scheiße. Nein! Scheiße. Okay. Scheiß drauf, dass ihr jetzt meinen IP sieht. Saat. Ja, Lava, neu cheaten, Wust, Räusper. Erde wieder weggraben. Nee. Erde dahin. Hey, was mache ich denn hier? Das da weg. Lava hin. Lava einmal weg. Einmal holen. Genau. So, nichts passiert. So, nichts passiert so. Ich sollte am besten einen Block über. Achso, erstmal jetzt hier. So, Cobblestone weggraben. Einmal. Hallo? Seid ihr verrückt? Ach nee, ich musste. Scheiße. Tut mir leid. Ich habe gerade ein bisschen verpeilt, aber ich habe ja auch jetzt hier keinen Bock. Dann müsste ich ja alles von neu starten. Und das könnte ich zwar machen, aber. Ja, so. So. Alles in Ordnung. So, der kommt weg. Maler Eimer. Mir nichts passiert. So, einziges Kabel draufsetzen. Gefriert es nicht mehr. So. Ein bisschen verpeilt am Anfang, egal. Komm, das wird noch. Ich
hoffe, das war jetzt nicht als Cheaten angesehen. Ich habe eben ein bisschen verpeilt. Weil ich habe Kombi-Generator eigentlich noch nie gebaut. Ich weiß zwar, wie er geht, habe ich aber selbst noch nie gebaut, deswegen. Ne? Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ja, ah, das ist noch ein Blitzling. Gut, den bewahren wir uns lieber mal auf. Falls unter mysteriösen Umständen kein Blitzling aus den Bäumen rausfällt. Ach ja, genau, ich wollte noch sagen, ich werde versuchen, also das wird jetzt, wie gesagt, ein Zwischenprojekt. Das wird 6 Folgen gehen, beziehungsweise bis ich und Lert wieder aufnehmen können. Deswegen, also wenn ihr das hinterher gut fand, das Skyblock Let's Play, und es gerne weiter haben wollt, also nicht nur bis wir Let's Play Minecraft wieder machen, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben und dann würde ich das irgendwie, keine Ahnung, immer wieder sonntags bringen oder sonst wann. Das wird dann wahrscheinlich keine richtige Zeit haben, sondern dann würde ich das irgendwann einfach nochmal bringen. So, just for fun. Jetzt müssen wir warten, bis der Baum wechseln können. Derzeit schon mal noch ein bisschen Kabel abgraben. Ich könnte mich noch eins runtergraben, oder? Ja, müsste gehen. Ja, dann... Nee, da darf ich nicht hin. Da ist die Lava. Komm, ja. Da kommt noch ein Stein hin. Ich glaube, es ist effizienter, wenn man so macht, wenn man dann den Kabel besser kriegt. Ja, der Hauptteil... Scheiße! Das war jetzt total dumm. Jetzt habe ich schon mal einen Erdblock verschwendet. Super. Das fängt ja schon mal gut an. Der Hauptteil von Skyblock ist eigentlich Kobbel abbauen. Ach, jetzt muss ich da drüben einen Block hinsetzen. Ne? So. Dong. Dong. Hier hat übrigens keine Kobbel-Cheaten, glaube ich. Es ist zwar relativ viel Arbeit, aber ich mache dann immer, keine Ahnung. Obwohl, ich meine, wir haben nur 6 Folgen und dann die ganze Zeit Kobbel. Ach, mal gucken, je nachdem. Und ich werde auch ein bisschen nach den Achievements spielen. Also hier, ich kann mir ein paar vorlesen. Nee, warte, dafür gehe ich ins Inventar, damit der Baum weiter wächst. Und zwar haben wir zum Beispiel Build a Cobblestone Generator, das haben wir schon. Build a House. Oh, warte mal, ich kann mal ganz kurz, ganz kurzer Cut. So, da bin ich wieder. Ich habe kurz einen Cut gemacht, jetzt habe ich mir ganz kurz eine Textdatei erstellt, wo die ganzen Achievements aufgelistet sind. Und zwar, Build a Cobblestone Generator haben wir, wie markiere ich das? Warum gibt es denn keinen Haken? Womit markiere ich mir das zum Teufel? Hier, Raster. So. Build a house, expand the island, also Insel vergrößern, Haus bauen, eine Melonenfarm bauen, eine Kürbisfarm bauen, eine Sugarcane, eine Reed oder Sugarcane Farm. Ich schätze mal, Reed heißt hier Zuckerrohr oder sowas, weil sonst wird das nicht in einem Achievement stehen. Make a Reed Farm, also hier Weizenfarm. Make a giant red mushroom. Wir müssen einen roten Mushroom, einen riesenroten Mushroom, züchten. Da ist ein Baum gewachsen. Ich lese gleich weiter. Oh, der ist aber super. So. Ich lese gleich weiter, wie gesagt. Ich habe gerade, ja, keine Ahnung. Ich lese gleich weiter, weil, wenn wieder ein paar Setzlinge runterfallen. Klopf, klopf, klopf. Oh, es wird dunkel. Dann, oder? Ich lese nochmal kurz 1, 2 Achievements vor. Craft a Bed. Also ich werde mir dann übrigens da drüben ein extra Bett machen, ne? Also es ist nur am Anfang, bis wir kein Bett haben, damit ich immer hier richtig spawne. Make 64 Stone Bricks. Also ne, hier Stone Bricks eben. Mache crafte 20 Torches, also Fackeln. Mache eine unendliche Wasserquelle. Craft ein Furnace. Mache einen kleinen See. Build a platform 24 blocks away from the island for mobs to spawn. Also so eine Monsterfalle bauen, die 24 Blöcke weit von der Hauptinsel weg ist. Make 10 Cactus Green Dye, also 10 grüne Kaktusfarben. Warte, ich mache noch kurz schnell das 25. Achievement. Dann können wir nachher die Hefe machen. Make 10 Mushroom Stew, also 10, ja, Pilzsuppen.
Craft 10 Jack-O-Lanterns. Mache 10. Oder crafte 10. Hier, Pumpkin-Laternen. Wie sind die? Kürbis-Laternen. 10. Bücherregale bauen. Das können wir aber nicht mehr machen, weil wir in 1.5 spielen. Seit der 1.3 Vollversion kann man keine Bücherregale mehr ohne Leder machen. Deswegen geht das nicht. Mache, crafte 10 Brote. 10 Enderperlen collecten. 10 Fische kochen, 10 schwarze Wolle, 10 graue Wolle, 10 hellgraue Wolle, 10, also alle verschiedenen Farben von Wolle sollte man nehmen, 10 mal jeweils. Dann sind wir schon mal Achievement 31 und jetzt warte ich hier auf Monster und Setzlinge. Monster brauchen wir nämlich auch ein paar, damit wir hier, also vor allem Skelette, damit wir Knochenmehl machen können. Knochenmehl brauchen wir eben für Weizen und den ganzen Scheiß. Und natürlich, die Hauptsache ist wie immer Cobblestone. Ich könnte ja natürlich mal... Nee, das kann ich nicht machen. Ich wollte gerade sagen, ich könnte natürlich mal kurz Minecraft auf klein, also auf so Mittelbild machen und dann während ich Cobble abbaue drüben lesen. Das geht aber nicht, weil ich dann nicht auf 720p aufnehme. Beziehungsweise, ich weiß nicht genau, wie viel 720p sind. Ich habe auch keinen Bock abzuweichen, deswegen lasse ich jetzt auf Fullscreen. So. Beziehungsweise nicht Fullscreen, sondern hier, ne? Also mit Rand schon. Also nicht F11. Oder so. Wir haben schon 26 Cobblestones. Oh, Apfel, Apfel, Apfel. Hungern wir überhaupt nicht? Egal. Achso, ja, ich darf nicht mehr schlafen. Nicht mal dran denken. So, gut. Was war denn schon mal eins der Achievements? Build a house. Ich mache jetzt erstmal ein bisschen die Insel größer, dann haben wir das nämlich schon mal gemacht eben. Haben wir schon mal gemacht. Ich weiß gar nicht, sind wir jetzt schon die erste Folge durch? Habe ich überhaupt schon erwähnt, warum das hier kommt? Das Zwischenprojekt? Nee, natürlich nicht. Das hier kommt natürlich, weil diese Woche kein Let's Play Minecraft kommt, zusammen mit dem Lennart. Weil Lennart unerwartet im Urlaub ist, beziehungsweise über die Pfingsttage verreist ist. Und wir das vorher nicht wussten und deswegen auch keine Zeit hatten, vorher noch Let's Play Minecraft aufzunehmen. Deswegen kommen wir jetzt, wie gesagt, also ich habe jetzt Samstag, also Sonntag, also ab heute, beziehungsweise ich weiß nicht, wann diese Folge jetzt rauskommt, ich weiß nicht, ob es schon in der zweiten ist. Ab Sonntag bis Freitag oder Samstag, das weiß ich noch nicht, kommt hier Skyblock. Mir ist nicht eingefallen, was ich machen könnte. Ich wollte eigentlich irgendeine Minigame-Sache machen und dann habe ich ein bisschen auf YouTube gesucht und dann habe ich gesehen, ah ja, Skyblock, das gibt's ja auch noch. Und damit Skyblock immer ziemlich viel Spaß macht, machen wir jetzt Skyblock. Ja. Kobbelform. Warum spawnen hier eigentlich keine Monster? Habe ich auf Peaceful? Das gibt's doch nicht. So viel Dummheit kann man nicht haben. Ich brauche doch Monster. Ich hab noch gar kein Schwert. Ich warte auf Monster und habe kein Schwert. Das ist ja wundervoll. Ein Steinschwert. Ich werde euch mit blankem Stein und einem Stick verkloppen. Und ihr werdet ein blaues Wunder erleben. Ihr werdet sterben. Ohoho. Hallo und herzlich willkommen zu einem Zwischenprojekt. Und zwar, wie es schon im Titel stand und im Intro. Wir spielen Skyblock. Mist. Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Zwischenprojekt. Und zwar, wie ihr schon im Titel gesehen habt und im Intro. Spielen wir Skyblock. Hier drüben ist ein Bett und ja, ich mach mal ganz kurz Nacht, weil schon wieder Scheiße, Mensch.